eine Welt wie von einem anderen Stern. Und doch, es ist eine Region in Europa. Hoch oben im Norden liegt Europas jüngste Insel. Vor rund 20 Millionen Jahren entstanden, scheint sie bis heute wie ein fremder Planet. Ein Zauberland, in dem die Grenzen zwischen Elfen und realen Wesen verwischen. Zeigt sich Island immer wieder. Zuletzt öffnete der Badabunga seinen Schlund. Ein schaurig schönes Schauspiel. Die Insel ist ein launenhafter Hexenkessel. Sie wird im Durchschnitt alle 5 Jahre von Vulkanausbrüchen heimgesucht. Niemand weiß, wann und wo der Boden aufbricht. Auf Island ist die Erde wild. Es gibt hier so viele Vulkanausbrüche und Erdbeben, dass man meinen könnte, hier sei das Tor zur Unterwelt. Vulkane sind Fenster in das Innere der Erde. Nur üblicherweise bleibt einem der Blick in die Hölle verwehrt. Nicht so auf Island, am Trýnjugarkiyos. Hier kann ich in die Unterwelt hinabfahren. Das ist der einzige Vulkan weltweit, dessen Schlund begehbar ist. War ja klar, dass ich irgendwann in die Hölle komme. Oder zumindest dahin, wo man im Mittelalter das Tor zur Hölle vermutete. Dorthin, wo die Berge Feuer und Schwefel spucken. Hier geht's 120 Meter senkrecht in die Tiefe. Fantastische Farben. Und früher war das alles mal glühende Lava. Dieser Vulkan ist aber schon vor über 4000 Jahren erloschen. Und ich stehe jetzt mitten in seinem erkalteten Schlot. Dieser Ort ist auf der ganzen Welt einmalig. Denn normalerweise stürzen Vulkane nach einem Ausbruch in sich zusammen. Hier aber nicht. Hier ist das Magma einfach weggesickert und hat diese gewaltige Kammer freigegeben. Aber so groß die auch ist, was man hier sieht, ist nur das winzig kleine Ventil einer viel größeren Magmablase tief unten in der Erde. Unter der gesamten Insel brodelt eine gigantische Menge flüssigen Gesteins. Extrem heiß, ein sogenannter Plume. Er schmilzt die Erdkruste darüber wie ein Bunsenbrenner auf. Das flüssige Magma sucht sich dann einen Weg nach oben. Ist die Verbindung zur tiefer liegenden Magmablase unterbrochen, kann kein weiteres Magma nachfließen. Die Wände erkalten. Genau das ist hier passiert. Kein Wunder, dass viele Menschen sagen, Island sei das Tor zu einer anderen Welt. Eine Welt, in der die Elemente ihre Kräfte messen und etwas Einzigartiges entstehen lassen. Rund 40% Islands sind praktisch Wüste. Es sind die ausgedehntesten kargen Landschaften Europas. Und für manchen ist das ein großes Glück. Der Traum von einem Spaziergang auf dem Mars, hier kann er real werden. Islands Wüsten sind für Astronauten ein perfektes Testgelände. Die Vulkanregionen gleichen Landschaften auf dem Mars. Tatsächlich können sich hier künftige Weltraumreisende mit der Marsoberfläche vertraut machen. Seit 2012 ist der Mars-Rover Curiosity auf unserem Nachbarplaneten unterwegs. Je mehr Bilder er liefert, umso deutlicher wird die Ähnlichkeit. Hier wie dort zeugen die Vulkanwüsten von einer turbulenten und heißen Vergangenheit.
Erstaunlich ist diese Entdeckung. Spuren von Calciumsulfat. Gips. Auch auf Island finden sich solche Ablagerungen in der Nähe heißer Quellen. Sie entstehen nur dort, wo es Wasser gibt. Und wo Wasser und Hitze sind, herrschen perfekte Bedingungen für die Entstehung von Leben. Islands heiße Quellen sind für Forscher total spannend. Denn am Rande solcher Hotspots, da könnte vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde das erste Leben entstanden sein. Auf unserem Nachbarplaneten Mars sprudelte es damals noch ganz ähnlich. Auch dort hätten sich also komplexe organische Verbindungen bilden können. Und es ist sogar möglich, dass es auf dem Mars immer noch solche Orte gibt. Mit anderen Worten, es gibt dort vielleicht auch Leben. Allerdings muss man sich das wohl eher in der Form von Bakterienschleim vorstellen. Sowas hier. Keine grünen Männchen. Leben gibt es unter den extremsten Bedingungen, selbst in den brodelnden Quellen Islands. Wenn es aber gelänge, tatsächlich Leben auch auf dem Mars zu finden, wäre das eine Sensation. Schon Astronauten von Apollo-Missionen haben sich auf Island für ihre Reisen zum Mond vorbereitet. Sie sollten lernen, geologische Besonderheiten auf dem Erdtrabanten zu erkennen und die interessantesten Proben mit nach Hause zu bringen. Island, das Tor zu Weltraumwelten. Die Insel öffnete auch für die ersten Siedler neue Pforten. Tore in die Anderswelt. Es waren Wikinger, die sich mitsamt ihren Pferden und Schafen ins Nordmeer aufgemacht hatten, um ein besseres Leben zu finden. Aus Norwegen waren sie vor einem grausamen König geflohen. Auf den britischen Inseln fanden sie nicht genug Siedlungsgebiete. Und so segelten sie bis nach Island. Als sie an Land gingen, glaubten sie sich in der Welt ihrer Götter. Genauso hatten sie sich nämlich den Ort vorgestellt, an dem in ihrer Mythologie die Welt ihren Anfang genommen hatte. Sie wähnten sich dort, wo die Feuerriesen von Muspelheim auf die Eisriesen von Niflheim treffen. Und wo hoch oben auf den Eisbergen der Göttervater Odin thront. Eine Regenbogenbrücke verbindet, der Sage nach, die Welt der Menschen, Midgard, mit der Welt der Götter. Doch die Neuankömmlinge mussten feststellen, es ist nicht leicht, in dieser Wunderwelt zu leben. Island ist ein Land voller Hindernisse, ursprünglich und schroff, voller Wasserfälle und unzähliger Flüsse, die sich in den Weg stellen. Jetzt haben wir den Boden unter den Füßen verloren, Rocky. Die Isländer nennen solche Pferde Vatna Hesta, Wasserpferde. Und das macht ja auch viel Sinn. Ha, jetzt haben wir es da. Komm, im Land nimmt es jede Menge Flüsse, aber kaum Brücken gibt. Und als es früher ein Wikinger von A nach B wollte, da musste er ständig durchs Wasser. Bei diesen eisigen Temperaturen und der Strömung ist das zu Fuß kaum möglich. Auf dem Rücken eines solchen Islandkinds geht's aber. Die sind zwar relativ klein, aber zäh und wirklich gute Schwimmer. Na komm!
Die Pferde waren für die Isländer mehr als zähe Arbeitstiere. Sie galten als Wesen zwischen den Welten, als treue Gefährten von Menschen und Göttern. Auch Taggott und Nachtgöttin haben ein eigenes Pferd. Reifmähne, der Hengst der Nacht, zieht vom Osten her die Nacht herauf. Er zaubert jeden Morgen mit dem Schaum seines Gebisses Tau auf die Erde. Leuchtmähne, der Hengst des Tages, bringt mit seiner leuchtenden Mähne das Licht. Die Pferde der Wikinger haben sich auf Island zu einer reinen Rasse entwickelt, die weltweit gefragt ist. Ein Pferd, das einmal außer Landes gekommen ist, darf nie mehr zurück. Das hier, das sind alles Teilzeit-Wildpferde. Denn einen Großteil des Jahres verbringen sie völlig frei da oben im Hochland. Aber einmal im Jahr muss man sie runtertreiben. Das ist eine Menge Arbeit bei insgesamt 80.000 Tieren auf der Insel. Hey, komm, du musst auch mit. Na geh. Na geh. Muss aber sein. Abgehärtet werden die Tiere übrigens schon in frühester Jugend. Denn nach der Geburt verbringen sie die ersten Jahre fast ohne Hilfe da oben, wo das Gras karg ist und die Stürme ungebremst übers Land fegen. Übrigens, ich kann gar nicht reiten, aber das hier ist ein echt nettes Pferd. Na komm! Der aufwendige Auf- und Abtrieb der Pferde hat einen guten Grund. Island ist ein karges Land und die wenigen Weiden bei den Siedlungen müssen sich erholen. Dass Island so karg ist, liegt am Vulkanismus und an der nördlichen Lage. Aber Ursache Nummer eins ist eine andere. Noch vor 1100 Jahren waren weite Regionen Islands von Wald bedeckt. Er reichte von den Bergen bis hinunter zum Meer. Die Isländer nutzten das Holz und schufen sich immer neue Flächen für Haus und Vieh. Was sie womöglich nicht ahnten, ihre Schafe wurden zum Problem. Wie die Pferde dürfen sich bis heute auch die Schafe im Sommer ungehindert im Hochland bedienen. Jeden neuen Keimling fressen sie sofort weg. Der Preis für die Freiheit der Tiere. Einst war mindestens ein Viertel Islands bewaldet. Aus Wald wurde Wüste. Leidtragende waren die Siedler selbst. Wie sollten sie bloß ohne Holz leben? Noch dazu als Seefahrernation. Der Baustoff war für ihre ausgeklügelten Schiffsbauten unersetzlich. Ihre Rettung? Eine Laune der Natur. An Islands Nordküste fanden die Menschen ausreichend Holz für den Haus- und Schiffsbau. Mit ihren Pferden konnten sie es bergen. Der Transport war mühsam und langwierig. Am einfachsten war es, im Winter das Holz über gefrorenen Boden und Schnee bis zu den Siedlungen oder Häfen zu ziehen. Bis heute ist die Holzquelle nicht versiegt. Wunderbarerweise kommen die Bäume seither aus dem Meer. Ganze Wälder sind hier an der Nordküste schon angespült worden. Und wenn man dieses Zeug hier untersucht,
dann stellt man fest, Lärchen, Kiefern, Fichten. Und die stammen aus Sibirien. In Sibirien gibt es riesige Wälder und die großen Flüsse spülen haufenweise Holz ins Meer. Aber Sibirien ist weit entfernt, rund 4500 Kilometer. Das Komische an dieser ganzen Holzgeschichte ist bloß, wenn Bäume ins Wasser fallen, dann saugen sie sich langsam voll. Und nach spätestens einem Jahr sind sie so schwer, dass sie untergehen. Die Reise von Sibirien hier nach Island dauert aber mindestens 3 bis 4 Jahre. Irgendwer oder irgendwas muss die Stämme also transportiert haben. Wow. Ganz schön glatt auf so einer Eisscholle. Aber das hier ist des Rätsels Lösung. Vor der Küste von Russland frieren die Bäume im Eis fest. Und die Schollen werden dann vom Transpolarstrom und vom Grönlandstrom Richtung Island getragen. Vor der Küste taut das Eis, gibt die Stämme wieder frei und den Rest erledigt dann die Brandung. Ein internationaler, zuverlässiger Holzbringservice. Und kostenlos ist er auch noch. Von Sibirien aus schwimmen die Eisschollen mit dem Transpolar- und Grönlandstrom bis zur Nordküste Islands. Die Eisschollen sind es auch, die Island seinen Namen gegeben haben. Zu Zeiten der Wikinger waren Islands Küsten und Fjorde voller Treibeis. Und so nannten sie ihre neue Heimat Island. Das Eis war für die Wikinger voller Mystik. Es markierte für sie den Zugang zu einem unbekannten Ozean des Nordens. Das Land selbst ist aber trotz seiner nördlichen Lage und trotz seines Namens überraschend grün. Der Grund dafür verbirgt sich direkt vor Islands Küsten. Genau hier befindet sich eine Schlüsselstelle für das Klima der gesamten Region. Kalte Strömungen wie der Grönlandstrom treffen genau hier auf einen warmen Strom aus den Tropen, den Golfstrom. Durch die hohe Verdunstung steigt der Salzgehalt des Wassers. Es wird schwerer und sinkt ab. Tiefenströme befördern das Kaltwasser Richtung Süden. Es entsteht ein Sog, der immer wieder warmes Oberflächenwasser anzieht. Eine Art Wärmepumpe, die Island Temperaturen beschert, die im Schnitt 10 Grad über denen der Ozeane auf demselben Breitengrad liegen. Die Umwälzung der Wassermassen beschert dem Nordpolarmeer ein überraschendes Geschenk. Nährstoffe werden an die lichtdurchflutete Oberfläche gestrudelt. Die Grundlage für Algenwachstum und somit für das gesamte Leben in dieser Region. Planktonfresser wie Wale kommen hier auf ihre Kosten. Die meisten sind Wanderer, die in den Sommermonaten regelmäßig hierher kommen, um sich den Bauch vollzuschlagen. Sogenannte Auftriebsgebiete wie vor Island gehören deshalb zu den artenreichsten Meeresregionen weltweit. Bis zu 120 verschiedene Fischarten sind hier beheimatet. Auch die großen Schwärme von Lodde und Hering folgen dem Vorkommen von Kleinstlebewesen. Die reichen Fischgründe sind bis heute ein wichtiges Fundament der isländischen Wirtschaft. Doch manchmal ziehen die Fischer ungewollt auch etwas Fremdartiges aus dem Meer. Den isländischen Fischern ist ein Eishai ins Netz gegangen. Als Beifang.
Eigentlich sind diese Tiere für Menschen ja ungenießbar. Aber ich kenne ein altes Rezept, mit dem man das ändern kann. Das Problem in diesem Tier heißt Trimethylaminoxid. Oder anders gesagt, ein Harnstoff. Die Haie, die pinkeln nämlich nicht ins Wasser, sondern sie reichern den Harnstoff in ihrem Fleisch an. Und genau das macht es für uns giftig. Um es trotzdem essen zu können, muss man es erstmal in handliche Stücke schneiden und dann zum Strand runterschleppen. Zu Wikingerzeiten war das weitere Vorgehen dann vergleichsweise einfach. Man hat das Fischfleisch am Strand einfach eingegraben oder mit Steinen bedeckt und dann vergammeln lassen. Während dieses Fermentierungsprozesses zersetzt sich dann langsam der Harnstoff. Und nach gut 2 Monaten ist das Zeug dann schließlich ungiftig, aber leider auch nicht mehr besonders frisch. Und danach wird der halbverweste Hai dann noch 3 bis 4 Monate in solchen Trockenhäusern aufgehängt. Währenddessen gast Ammoniak aus. Und deshalb stinkt es hier drin wie Männerklo eines Fußballstadions. Die Herstellung von diesem Gammel-Pipi-Hai, die ist ja ganz schön eklig. Aber der Geschmack leider auch. Ein Wesen wie aus der Urzeit. Die größten bisher gesichteten Exemplare erreichen eine Länge von mehr als 6 Metern und ein Gewicht von über 1000 Kilogramm. Im kalten Wasser der Arktis ist dieser Sonderling zur Langsamkeit verdammt. Heute durchstreift er gefahrlos die nördlichen Gewässer, steht er doch nicht auf der Liste der begehrten Speisefische. Fische besitzen, um im Wasser nicht abzusinken, eine Schwimmblase. Haie haben jedoch eine Besonderheit entwickelt. Eine Fettleber. Die Fettleber des Eishais kann bis zu 20% seines Körpergewichts ausmachen. Das riesige Organ dient als Auftriebshilfe und ist gleichzeitig die wichtigste Energiereserve auf langen Streifzügen. Diese Besonderheit wurde dem Eishai jedoch fast zum Verhängnis. Denn einst war das Urtier für Islands Fischer begehrte Beute. Die Leber lieferte den Menschen Ende des 19. Jahrhunderts etwas Wertvolles: Öl. Mehrere 100 Liter konnten sie aus einem Organ gewinnen. Der Eishai stand kurz vor seiner Ausrottung. Das Haiöl entwickelte sich zu Islands wichtigstem Exportgut. Denn ganz Europa benötigte Öl als Brennstoff. Erst als Ersatz für das Öl aus Haileber gefunden wurde, erholte sich der Bestand an Eishaien. Fischreichtum macht die Küsten Islands für Millionen von Vögeln zum idealen Brut- und Jagdgebiet. Im Sommer drängen sich allein auf einer solchen Felsklippe leicht zehntausende Seevögel. Selbst die Steilhänge sind besiedelt. Die Papageientaucher haben sich das Penthouse gesichert. In den weichen Boden oberhalb der Felsen können sie Nisthöhlen graben. Trotz des reichen Nahrungsangebots ist die Konkurrenz schonungslos. Eine Möwe hat es auf die Beute des Papageientauchers abgesehen. Geschafft. Diesmal. In die Höhle kann die Möwe nicht mehr folgen. Doch die Gefahr ist allgegenwärtig. Es naht ein viel gefährlicherer Räuber.
Wieder ist die Höhle die Rettung. Der hungrige Fuchs aber gibt nicht auf. Eine Vogelinsel. Für hungrige Fuchswelpen gibt es keinen besseren Ort. Gucken Sie sich mal den kleinen neugierigen Kerl an. Der hat nicht besonders viel Angst vor Menschen, weil dieser Fuchsbau ganz in der Nähe eines Bauernhofes liegt. Er sieht also fast jeden Tag mal einen Menschen. Du Kleiner? So nah will er dann doch nicht kommen. Der wissenschaftliche Name dieser Tiere ist Vulpes lagopus, hasenfüßiger Fuchs. Das ist natürlich eine Demütigung für jedes anständige Raubtier. Hat aber einen guten Grund. Die Pfoten dieser Tiere, die sind von unten behaart, wie bei einem Polarhasen. Daher also der Name. Polarfüchse stehen hier auf Island an der Spitze der Nahrungskette. Und wahrscheinlich sind sie die einzigen größeren Säugetiere, die auf ihren eigenen Füßen hierher gelaufen sind. Und das konnten sie nur eben, weil sie hasenfüßig sind. Na, du kleiner Hasenfuß, schläfst du ein? Hm? Wo ist überhaupt deine Mama? Dass die Füchse über das Meer bis nach Island gekommen sind, haben sie tatsächlich auch ihren Hasenfüßen zu verdanken. Polarfüchse sind in Grönland, Skandinavien, Russland und Kanada verbreitet. Sie sind Tiere des Nordens und im Winter schneeweiß. Genau wie die Polarhasen. Mit ihren haarigen Pfoten können Polarfüchse 1000 Kilometer und mehr über das Eis laufen, ohne kalte Füße zu bekommen. Während der kleinen Eiszeit vom 16. bis ins 19. Jahrhundert war das Nordpolarmeer völlig zugefroren. Eine Eisbrücke ebnete den Polarfüchsen den Weg in weite Gebiete, bis nach Island. Als das Eis schmolz, wurden die isländischen Füchse von ihren Verwandten isoliert. Die Insel wurde zu ihrem Paradies. Der stetige Wechsel von Warm- und Kaltzeiten, von Anwachsen und Abschmelzen der gewaltigen Gletscherkappen formte das Gesicht der Insel. Die Kräfte des Eises schleifen bis heute bizarre Strukturen, schnitzen Landschaften, als seien sie nicht von dieser Welt. Heute sind noch 12% des Landes von Gletschern bedeckt. Genug, um die Welt in Atem zu halten. Typisch Island. Unter diesem Gletscher sitzt ein gewaltiger Vulkan. Und das ist eine ziemlich gefährliche Kombination von heiß und kalt. Wenn 800 Grad heiße Lava in direkten Kontakt mit Wasser kommt, dann verdampft das Wasser augenblicklich. Es vertausendfacht sein Volumen innerhalb von Sekundenbruchteilen. Oder anders gesagt, es explodiert. Anfang August registrieren Wissenschaftler Warnsignale eines der gefährlichsten Vulkane Islands. Schwarmbeben am Badabunga. Die stärksten seit Jahren. Ein Hinweis auf Magmabewegungen. Kurze Zeit später bestätigen sich die Vermutungen. Der Badabunga öffnet seine Pforten. Über kilometerlange Spalten dringt Magma nach oben. 3 Wochen nach dem Beben speit der Vulkan glühende Lava. Doch
der Badabunga birgt eine große Gefahr. Er ist kein einzelner Vulkan. Er gehört zu einem weitreichenden System. Er ist Teil eines Geflechts von Spalten und Gängen, die sich über 150 Kilometer Länge erstrecken und mit der Magmakammer verbunden sind. Doch sein Zentrum liegt unter dem Eis verborgen. Würde er dort ausbrechen, wäre das fatal. Gewaltige Eruptionen würden Asche hoch in die Atmosphäre katapultieren. Die Hitze brächte riesige Mengen Eis zum Schmelzen. Denn der Badabunga liegt unter Europas größtem Gletscher, dem Vatnajökull. Gefährliche Gletscherläufe wären die Folge, wenn die Hitze den bis zu 800 Meter dicken Eisschild aufschmilzt. Doch zum Glück kam es anders. In einem letzten Moment hat der Magmastrom sich nochmal nach Norden verlagert. Er ist vor und nicht unter dem Eispanzer an die Oberfläche gekommen. Deshalb ist die befürchtete große Katastrophe ausgeblieben. Aber möglich ist sie immer noch. Unter dem Vatnajökull liegen gleich mehrere Vulkansysteme. Eine brisante Mischung aus Feuer und Eis, die sich auf Island an mehreren Stellen zusammenbraut und der Welt ab und zu ihr gefährliches Gesicht zeigt. Der Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 zeigte, welche Auswirkungen bereits ein Naturereignis von verhältnismäßig geringer Kraft und ein Ausbruch unter einer kleinen Gletscherkuppe haben können. Selbst die gerade mal 8 Kilometer hohe Aschewolke beeinträchtigte den Flugverkehr in Europa in erheblichem Maße. Doch in Island gibt es Vulkane, die zu viel mehr fähig sind, die den Lauf der Welt verändern könnten. Ganz so wie in der Geschichte. Ein Vulkanausbruch auf Island spuckte fast 15 Kubikkilometer Lava, die sich auf einer Fläche von etwa 600 Fußballfeldern verteilte. Der Ausbruch hinterließ auf einer Länge von 27 Kilometern mehr als 140 Krater, darunter der Laki. Es ist das Jahr 1783. Am Pfingstsonntag muss Pfarrer Jón Steingrimsson beobachten, wie in der Nähe seiner Gemeinde der Boden aufreißt. Er ist überzeugt, der Ausbruch ist eine Strafe Gottes. Am sechsten Sonntag nach dem Ausbruch versammelt Jón seine Gemeinde in der Kirche. Sie beten, dass Gott sie und sein Haus nicht vernichten möge. Nach der Messe sehen sie das Wunder. Die Lavamassen haben die Kirche verschont. Auf ein ähnliches Wunder hofften Menschen weit weg vom Ursprung der Katastrophe vergebens. Die Aschewolke des Laki verbreitete Unheil, und das nicht nur in Island. Dienstag, 10. Juni. Die Wolke erreicht Bergen. Asche fällt vom Himmel. 17. Juni. Berlin. Die Sonne scheint trüb und ist gefärbt, als wäre sie in Blut getaucht. 18. Juni. Paris. Es ist dunstig und ein heißer Nebel verdunkelt den Himmel. Dass ein Vulkan in Island die Ursache dafür war, wusste niemand. Das Schwefeldioxid, das durch den Laki-Ausbruch in die Atmosphäre gelangte, vergiftete die Tiere, das Getreide und auch die Feldarbeiter. Die Todesraten stiegen dramatisch.
Den Menschen in Europa bescherte der Laki-Ausbruch einen Sommer voller Unwetter und einen Winter, der nicht enden wollte. Die Durchschnittstemperaturen kühlten sich auf der ganzen Nordhalbkugel um bis zu 2 Grad Celsius ab, mit verheerenden Folgen. Ein harter Winter folgte dem nächsten. Der Hunger wurde in Frankreich zum Zündfunken. Aus der Unzufriedenheit mit den sozialen Verhältnissen und der Kluft zwischen Arm und Reich entfachte sich die Französische Revolution. Die Geschichte und die riesigen Vulkanfelder Islands zeigen, Ausbrüche, die die Welt bewegen können, sind keine Science-Fiction. Da bekommt man einen Eindruck davon, was passieren könnte, wenn mal wieder einer der richtig großen Vulkane auf Island ausbricht. Das würde Chaos auf der nördlichen Erdhalbkugel auslösen. Der Flugverkehr wäre lahmgelegt, die Satellitenkommunikation würde nicht mehr funktionieren. Der Himmel würde sich verdunkeln. Es würde kälter werden und das hätte Missernten und Mangel zur Folge. Aber welcher Vulkan wird der nächste sein? Island hat etliche kritische Kandidaten. Über 30 Vulkane kommen in Frage. Die Vulkane sind nicht gleichmäßig über die Insel verteilt. Sie ziehen sich wie eine Kette durch die Landschaft. Ein Zufall? Die vulkanische Zone folgt dem Verlauf von tiefen Brüchen und Spalten im Land. Ein Hinweis auf einen bewegten Untergrund. Hier steht die Erdkruste unter Spannung, wird gedehnt und aufgerissen. Diese Spreizungszone verläuft durch den gesamten Atlantik, unter der Wasseroberfläche. Der sogenannte mittelozeanische Rücken kommt nur an manchen Stellen zum Vorschein. In Island hat der Vulkanismus neues Land entstehen lassen und auch den Riss an der Oberfläche sichtbar gemacht. Für einen Blick. Durch Lavagestein gefiltertes Gletscherwasser. Fast so klar wie Luft. Da kann man weit gucken. Muss man aber gar nicht. Denn das hier, das ist Amerika. Und dieser Stein, der gehört schon zu Europa. Die eurasische und die nordamerikanische Platte liegen hier direkt aneinander. Aber sie driften langsam voneinander weg. Es ist fast so, als würde sich ein Tor in eine andere Welt öffnen. Jedes Jahr bewegen sich die Platten ungefähr 2 Zentimeter voneinander weg, weil heiße Magma aus dem Erdinneren aufsteigt und sie einfach auseinanderschiebt. Wenn das noch ein paar hundert Millionen Jahre so weitergeht, dann liegt der Wilde Westen halt irgendwann im Osten. Island hat eben das Pech, genau auf diesem Riss zu liegen. Aber das ist nur ein Grund für die vielen Erdbeben und Vulkanausbrüche. Ein geologischer Zufall hat die Insel zur größten Vulkaninsel der Welt gemacht. Vor rund 20 Millionen Jahren wurde das Fundament für den ausgeprägten Vulkanismus gelegt. Durch die Kräfte aus dem Erdinnern wandern die Erdplatten. Dadurch kommt der Plum direkt unter der Spaltzone zu liegen. An dieser besonders dünnen Stelle kann bis heute unaufhörlich Magma an die Oberfläche gelangen.
Der Plume sorgt für stetigen Nachschub aus dem Untergrund. Das Zusammenwirken zweier Kräfte, von Plume und mittelatlantischem Rücken, machen aus Island dieses Pulverfass. Seit seiner Besiedlung sind auf Island bereits 250 Mal Vulkane explodiert. Ein katastrophaler Zufall. Ausgerechnet über einem Plume ist die Erdkruste besonders dünn. Aber im Kleinen kann sowas auch Vorteile haben. Die Lava hat zum Beispiel in dieser Gegend Rednertribünen geformt. Grandiose Akustik, oder? Toller Sound. Die Wände hier, die sorgen für eine wunderbare Rundumbeschallung. Und das haben vor über 1000 Jahren auch schon die Wikinger bemerkt und damit Politik gemacht. Schon um das Jahr 930 haben sich die Männer ganz Islands an diesem besonderen Ort getroffen, um sich auszutauschen und Recht zu sprechen. Den Europäern waren sie damit um Jahrhunderte voraus. Das Erbe der Wikinger ist auf Island immer noch spürbar. Die meisten Isländer erzählen bis heute von ihrem Land als dem Land der Elfen und Trolle. Die mystischen Wesen leben in ihrer eigenen Anderswelt und zeigen sich nur selten. Das verborgene Volk steht auf Island unter Schutz. Wo Elfen leben, müssen sogar Straßen einen Umweg nehmen. Und unheimlichen Trollen sollte man besser aus dem Weg gehen. Islands fantastische Landschaften haben schon immer die Fantasie der Menschen beflügelt. Hier zum Beispiel sollen die Trolle mal eine Party gefeiert haben. Und zwar so richtig heftig. Trollmäßig eben. Fehler. Denn deshalb haben sie die Zeit vergessen. Und die ersten Sonnenstrahlen haben dann alle Trolle zu Stein erstarren lassen. Teufel, Alkohol, da muss man wirklich aufpassen. Also bleiben Sie nüchtern, aber vor allem bleiben Sie fasziniert. Tschüss aus Island.